So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei True Palming 2 Side Stories. Heute mal wieder mit meiner Wenigkeit Walter von Sinne auf der schönen Fichtal. Tja, Schlange nichts mehr aufgenommen, aber was ist passiert? Wir haben mittlerweile April, haben eine neue Ballenpresse bestellt, haben hier diese Weberei uns gegönnt und produzieren da von unserer Wolle auf jeden Fall schon mal Stoff. Und ja, ich würde sagen, wir starten voll rein, schauen wir mal, was passiert und holen uns erstmal als allererstes unsere Ballenpresse beim Händler. Genau. Ja, ansonsten, den Schafen geht es soweit gut und ansonsten hat sich jetzt nichts weiter Großartiges, glaube ich, ergeben und wenn nicht, kommen wir später darauf zurück. Ja, viel Spaß beim Zusehen. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne einen Kommentar da, ein Like da und falls noch nicht passiert, bitte den Kanal abonnieren. Kostet euch auch nichts und hilft uns ungemein weiter. Und da werden euch auch natürlich viel öfters die Videos vorgeschlagen von True Farming Side Stories. Und da habt ihr dann immer den neuesten Stream oder was gesagt, das neueste Video mit oben in eurer Favoritenliste eben, ne? Genau so. Ja, hier ist kleine, feine Umbauarbeiten beim Händler, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ja, doch, ist ordentlich. Warum steht denn der Kollege hier so? Moin. Zählen Sie übrigens hier die einzelnen Lichtanlagen durch? Oder wie kann man das sagen? Spaß. So, was haben wir uns gegönnt? Wir haben uns gegönnt an unseren John Deere eine neue Albut Frontladerschaufel und hier diese schöne Pöttinger Impress 185 VC Pro hat auch die Möglichkeit, gleich Silageballen zu wickeln. Hier müssen wir uns noch irgendwie ummelden. Das kriegt man auch irgendwie noch geregelt, hat aktuell noch rote Kennzeichen dran. Aber jetzt schon. So, auf los geht's los. Headtracking haben wir heute mal nicht am Start. Egal, kriegt man auch so hin, ne? So, Ballmenü, 0 Ballen, sieht neu aus. Ballengröße können wir auch auswählen. Oder statt, ne? Wegen warm laufen lassen. 150, 180er Ballen können wir da machen. Das ist schon ordentlich. Ballenpresse anschalten. Schön, fährt mal. Automatisches Ablegen anschalten. Die da alles so kann. Gut, dann machen wir das Helfermenü mal zu. Heben unseren Frontlader ein wenig an. Und dann würde ich sagen, Attacke ab fort. Weil unsere Wiesen sind natürlich angereift und dementsprechend wollen wir ja da auch gleich mal frisches Gras einfahren. Schafe haben übrigens auch ordentlich jetzt letzten Monate Wolle produziert. Die müssen wir jetzt dann auch irgendwie schauen, dass wir die dann noch auf einen Palettenanhänger bringen und dann auch zu unserer Weberei rüberfahren, damit da schön ordentlich Stoff produziert werden kann, den wir dann wahrscheinlich Richtung Rehbach exportieren oder halt über einen Exporteur dann weiter veräußern. Weil hier in Fichtal eine Klamotten oder sagen wir mal, sagt man denn dazu, eine Spinnerei oder irgendwas, wo die Klamotten produziert, ist keine ansässig und dementsprechend müssen wir es natürlich entweder nach Rehbach bringen oder halt auch noch weiter exportieren. So, kurzer Zwischenleck. War bestimmt die Speicherfunktion des Surfers, aber kriegen wir hin. Gegenverkehr, Vorsicht. Ich kann immer nicht hupen, das Problem ist beim Hupen, da koppel ich meistens irgendwas ab. Wobei hier mit manuellem Ankoppeln dürfte es ja gar nicht passieren, normalerweise. So, normalerweise könnte ich die auch gleich hier irgendwo stehen lassen, aber wir sind schon dran vorbei an unserer Wiese. Ach nee, da kommt sie doch erst mit, die 152. Ich würde sagen, wir lassen die Presse gleich mal hier stehen. Und probieren die dann gleich mal hier in dem Feld aus.
Dann fahren wir nur zurück und holen unsere Mähwerke. Oder unser Mähwerk, die beiden Mähwerke. So, stellen wir die mal hier so da rein. Dass er keinen stört. Gucken. Ja, doch, müsste doch gehen, ne? Lup, lup, lup. Ach doch, so, da fahren wir mal fix über die Wiese weg nach dem. So, da kommt nix und da kommt nix abfahren. So, willkommen in Säulohe. So, einmal links. Mensch, wer war denn das? Letzte Woche hat mich ja ein Landwirt angerufen und wollte eigentlich Ballen gepresst haben. Wer war denn das? Wer war denn das? Wenn ich das jetzt wieder noch muss. Ich habe so ein Schlachtsnamer-Gedächtnis, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So, stellen wir denn den jetzt hin? Das ist denn da irgendwo rein. Ja, da ist ein guter Platz ist da. Aus der hier. So. So. So, und dann brauchen wir jetzt unsere Mähwerke, die sind. Was sind denn die da drin, oder? Wir hatten da wieder den Anhänger davor geparkt. Schön Äpfel drauf. So. Brauchen wir für die 3 Meter einen Anschluss? Nee. Reicht das? Natürlich nicht. Oh, Drehschirme rückwärts fahren. Ich liebe es. So, sollte reichen. Gut, dann machen wir mal unser Tor frei. Und schauen wir, was zuerst drin ist. Das Langer, das Front- oder das Helm. Heckmähwerk. Na gut, da holen wir jetzt erstmal das Front und dann das. Okay. Sachte. So, was brauchen wir alles? Abzapfen und unser Hydraulikanschluss. Passt. Einmal anheben bitte. Mal sauber gemacht. Mal reh gemacht, das ist eigentlich. Ne? Nicht sauber, sondern reh. So, und wie kriegen wir das jetzt dann vor lauter Verzweiflung dran? So. Probieren wir es halt mal so aus. Ne? Ich bin schon schön zu spannend. Da haben wir wieder Glück gehabt. Da. So, Zapfwelle. Zack, zack. Und los geht's.
Ist aber lang hinten aus doch. So, einmal links rum und dann sind wir schon so gut wie auf der Wiesn. Ach ja, der Trecker war übrigens bei der Wartung, deswegen seht ihr ja oben rechts. Hat auch ordentliche Stange Geld gekostet, muss ich sagen. Das war über 10.000 Euro die Wartung. Die war wirklich mal wieder notwendig. So, schauen wir mal, wie die 152 sich so gibt. Mal Madora kommt vor, na egal. So, das Heck mir weg. Schwenken das aus nach rechts, glaube ich. Oder? Jetzt fahren wir es mal rein. Jetzt mal voll rausklappt, runter vor und ausschalten. Und das schwingt jetzt nach links oder rechts aus. Na, natürlich nach links. War ja klar. Nach rechts. Ei, ei. So, dann fahren wir ein Stück weiter rein. Jetzt hat. Jetzt wird der Schub los. Senken, anschalten. Oh ja. Ja, wenn wir das Ganze erstmal runter machen, ne? Was können wir denn da überhaupt in ein Fass schneiden? Doch, geht schon ordentlich. Das Ganze werden wir dann noch zusammenschwarten, dann machen wir mal die ersten Silageballen, mal schauen. Was ist denn wert? Weiß gar nicht mehr. Ich glaube 300, die 1000 Liter, oder ich muss Silage, hat er gesagt. Das ist eigentlich ein relativ guter Kurs. So, wollen wir mal ein bisschen Wasser reinfahren, ne? Wir stechen gleich mal da runter und knüpfen gleich an die Bahn dann da und dann kriegen wir so ordentlich Fläche rein. Ja, das passt. Das ist doch schon, oder? Guck mal hier, wie viel Platz, wie viel der wieder wegmachen gleich. Alter, Wahnsinn. Großer Mal irgendwo stehen bleibt, das ist ja alles so tragisch, ne? Hoppala! Was haben wir da gemacht? Eieiei!
Kuscheln gut gesammelt. Na, ein bisschen Abstand lassen. So, die Spitze da unten, die machen wir dann später raus. Machen wir hier mal einen Kurs, einen Rundkürzler. Dass wir mal die Fläche hier fertig machen. Ne? Und den ganzen Doktor am Feld verbringen mit nur mit Großmann. Da stellen wir noch der Baum ganz alleine rüber. Bauen wir da auch nochmal rum. Sauber. Ah, sieht ordentlich aus. Könnte mir fast gefällt, ne? Aber der ist schön warm. Na, lassen wir mal drin. Ist ja noch Wiesen. Ja, so schnell haben wir halt runtergerast. Ne? Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur den Schwader und dann kann es losgehen mit der neuen Presse. Aber da dann schon 16 Minuten wieder auf der Uhr sind, würde ich sagen, ich mache mir da die Reste noch fertig, werde es mal zusammenschwadern und nehme ich dann das nächste Mal wieder mit rein, wenn die Pressen losgeht. Das seht ihr, das auch mal in Action. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Habt eine schöne Zeit. Und wie gesagt, lasst einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Lob, Kritik. Wir sind ja da immer für alles offen. Ich lese mir die Lieben gern durch. Ja, Abonnier-Button drücken, wenn noch nicht geschehen. Und ich bin raus für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Walter von Sinne, aka Steffen. Servus.